Leute, gleich ist es soweit. Gleich habe ich 1000 Kilometer runter mit dem Fahrrad. Das macht mich stolz, macht mir viel Spaß. Ja, gratulieren könnt ihr mir noch zu meinen 1000 Kilometer mit dem Fahrrad. 1000 Kilometer mit dem Fahrrad, das ist eine ganz geile Sache. Und das alles nur in 65 Stunden. Muss ich auch mal ausrechnen, wie viel das ist. Vielleicht kann man es erkennen. Ich habe 84 Liter Sprit eingespart. Ja, ja. Ja, Freunde, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Alles Gute für das Leitbild für Stassfurt. Ihr wollt ja was machen in Stassfurt. Ihr habt ja erstmal ein Leitbild erarbeitet. Finde ich schon toll, dass man das macht nach fast 30 Jahren Wende. Und alles Gute für 2018 an das belebte Stassfurt. Ja. Ich zeige euch nochmal einige Bilder hier von dem belebten Stassfurt hier. Ich staune hier alle Geschäfte zu. Leute, das Leitbild. Was wir jetzt neu haben, ist ja natürlich ein Bibelstudio und ein Tattoo-Shop. Geile Sache. Ich als Kunde der Deutschen Bank kriege hier in Stassfurt kein Geld mehr. Ich war zwar gestern auf der Postenbank im Prinzip und da ist dieser einzige Automat, den es noch gibt in Stassfurt für die deutschen Bankkunden auch defekt. Da gab es kein Geld. Also traurig für Stassfurt. Ja, so viel dazu zu dem belebten Stassfurt. Ich selbst kann da auch keine Hinweise, Informationen oder Tipps geben, aber so wie es jetzt aussieht, Leute. Ich denke mal, so sah es noch nie aus. Es ist alles Haufen. Sicherlich gibt es doch schöne Ecken in Stassfurt. Ja, auch modernisiert und alles gemacht. Aber das, was hier den Leuten geboten wird, ich kann es nicht verstehen. Es ist nicht alles schlecht und es wird auch vieles getan. Aber im Großen und Ganzen die Sicht, die Ansicht für so eine Stadt, was mal eine Kreisstadt war im Prinzip, die nicht mal mehr eine Deutsche Bank hat. Und alles lässt man sich wegnehmen und keiner, alle. Eine herrliche Ruhe, herrlich. Ich finde das so herrlich. Ja Leute, nochmal sorry, dass meine 1000 Kilometer gerade in Stassfurt in der Innenstadt zu Ende waren oder geschafft habe. Und mir war gerade so, ich musste das einfach mal festhalten. Weil ich finde es einfach nur traurig. Leute, macht was, lasst das nicht alles so runterkommen. Schade drum. Viel Erfolg und macht irgendwas.